Guten Morgen, ihr lieben Eltern da draußen. Ich werde jetzt mir mal aus der Seele reden, aufgrund meiner Erlebnisse und meiner Erfahrungen. Vielleicht nimmt der eine oder der andere etwas mit. Also, meine Kleine ging bis Mitte November noch in die Schule. Dato wollte sie ja noch, bis sie eines Tages aus der Schule nach Hause kam und sagte: Mama, mir ist kalt von dem Lüften. Ich muss aber auch gleich sagen, dass mein Kind keinen Lappen getragen hat, sondern wegen diesem Lüften. Ich war ja bis Tag X noch Idiot und habe das ja zugelassen. Heute ist man ja schlauer, man lernt ja jeden Tag dazu, nicht wahr? Also haben wir die Schulleitung persönlich besucht und dann via Mail gebeten, dass unsere Tochter umgesetzt wird. Weil, wie gesagt, sie wollte ja noch dato in die Schule. Es ist natürlich ignoriert worden. Und bis dann Tag X kam, ich sage: Okay, Mäuschen, dann gehst du noch mal in die Schule und dann schauen wir, ob was in dieser Richtung passiert ist. War natürlich nicht der Fall. Und dann habe ich ja an dem Dienstag meine Tochter nicht mehr in die Schule geschickt. Am Mittwoch kamen die Drohmails von wegen, sie erwartet, dass mein Kind am nächsten Tag in der Schule erscheint, sonst informiert sie das Jugendamt. Habe ich okay gesagt. Ich muss ja auch gleich von vornherein sagen, ich habe keine Angst, absolut keine. Dann passierte komischerweise nichts. Es stand niemand vor der Türe, kein Ordnungsamt, kein Jugendamt. Es kam nur ein Brief seitens vom Jugendamt. Ich müsse mich dazu ja äußern, rechtfertigen, wieso, etc. pp. Ich habe das ignoriert und an die Spitze getrieben. Dann kamen gelbe Briefchen, habe ich auch ignoriert. Dann, das wollte wohl, wie das der Zufall so wollte, sage ich mal, obwohl es gibt ja keine Zufälle, ein Brief von einer, muss ich mal überlegen, von einer Pädagogin, die seitens des Gerichtes ja dann aufgetischt wird, um zu schauen und bla bla bla. Ich den Brief aufgemacht, mich bei der Tante gemeldet, wie es ausschaue. Ja, sie müsse schauen und so weiter, bla 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 blub. Wir gleich am selben Tag dahin mit meinem Mann. Hab dann meine Situation geschildert. Ja, warum mein Kind nicht in der Schule ist und in diese ganze Prozedere kennt ihr bestimmt sicherlich. Ich sage, solange dieser Zirkus stattfindet, wird mein Kind nicht in die Schule gehen. Punkt. Ich bin die Mama, ich bin die Erziehungsberechtigte, ich handle mit Liebe und mit Verantwortung und da kommt keiner gegen an. Ja, aber sie haben eine Anhörung vor Gericht. Ich sage, als ja super, wann ist denn das? Und das war, werde ich nie vergessen, wir waren am Freitag da und am Donnerstag war es ja dann soweit. Ich sage, super. So, dann bin ich dahin, habe mir meinen Spickzettel gemacht mit meinen Argumenten, habe das den Angestellten der Firma, pardon, den Richter hingelegt. Ich sage, wollen Sie das schriftlich, soll ich das mit meiner Unterschrift abzeichnen? Nein, brauchen Sie nicht. Das war schon für mich eine Bestätigung, dass Sie absolut keine Rechte haben. Und dann habe ich meine Argumente vorgelegt. Ich sage, ich bin eine verantwortungsvolle Mutter. Ich werde mein Kind dieser Schikane nicht aussetzen. Mein Kind ist Priorität. Ihre Gesundheit und ihr Leben ist mir das Wichtigste. Da kommt kein Gesetz, keine Regierung dagegen an. Da war er sprachlos, richtig überfordert. Deswegen spreche ich euch zu, liebe Eltern. Lasst euch nicht beängstigen. Wenn ihr wie eine Löwenmutter dasteht und euer Kind mit Liebe und Verantwortung und der Pflicht als Eltern vertretet, ja, und verteidigt, da kommen sie nicht gegen an. Ja, dann fing der an, dann waren natürlich die Argumente seinerseits nicht mehr da. Und dann fing er an, ja. In Deutschland ist Schulpflicht. Ich sage nicht während einer Pandemie. Und wenn ich mein Kind vor einer Ansteckung
Schütze, wobei ich weiß ja, das ist nur ein Märchen, das ich weiß ja nicht, wie weit der eine oder der andere ist vom Bewusstsein. Also ich weiß viel. Ich weiß natürlich auch, was ich sagen darf und was nicht. Naja, und dann sage ich, okay, aber es ist Schulpflicht und vor Ostern, wenn Sie Ihr Kind nicht in die Schule schicken, sehen wir uns wieder. Ich sage, wenn mein Kind gesundheitlich oder körperlich aufgrund der Behörden, aufgrund der Regeln irgendwas zustoßen sollte, können Sie das dann verantworten? Tragen Sie dann dafür die Verantwortung für mein Kind? Dann bitte mir das jetzt hier schriftlich abzeichnen. Hat er natürlich nicht gemacht. Das war ein weiterer Punkt für mich. Und dann, wie gesagt, wieder, weil ihm die Argumente ausgegangen sind, hat er sich wiederholt, ja, es ist Schulpflicht und Sie haben Ihr Kind hinzuschicken, dann sehen wir uns vor Gericht wieder hier. Ich sage nein. Denn jetzt nehme ich die Zügel in die Hand und sollten Sie mir oder meinem Kind noch drohen, dann wird unser nächster Schritt, dass wir uns vor Militärgericht sehen. Und das wissen Sie. Und daraufhin hat er nur geantwortet, ja, das darf ich Ihnen nicht sagen, weil, ich sage genau, weil Sie sich Ihr eigenes Tor schießen würden, weil Sie ja die Hippokrates, bla bla bla, wie das heißt, da würden Sie ja dem widersprechen, das haben Sie ja eines Tages nicht wahr. Somit war das Gespräch beendet. Deswegen mein Appell an alle Eltern da draußen, die mich hören, lasst euch nicht einschüchtern. Wenn ich diese Aussage höre, ja, das Jugendamt kommt oder die Polizei und nimmt mir und mein Kind weg. Nein, die können das nicht. Bei diesem Verbrechersumpf, was hier ist, es ist ja keine Stadt mehr, muss trotzdem eine vernünftige Begründung liegen. Und wenn keine Kindeswohlgefährdung seitens der Eltern besteht, dann dürfen die das nicht. Dann machen sie sich schon eines Verbrechens schuldig. Punkt. Dann habe ich noch am Ende noch gefragt. Ich sage, lasst euch das bitte mal durch eure Seele und durch euer Gewissen abspielen, in welchem Sumpf wir hier funktionieren, dass sich eine verantwortungsvolle Mutter oder Elternteil vor einem Gericht rechtfertigen muss, dass sie ihr Kind beschützt und liebt. Denk mal drüber nach. Ja, da hat er natürlich nicht geantwortet. Ach so, dann kam noch mal die Tante, weil der war ja eine vom Jugendamt, die war 30 oder was. Und dann fing sie an, Sie wissen ja, wenn Sie das nicht so weit, wenn Sie kooperiert hätten, dann würden wir uns nicht sehen und bla bla bla. Ich sage, ich wollte es auf die Eisspitze treiben, damit wir uns hier vor dem Höchsten treffen, damit ich Ihnen sage, was meine Meinung, was Sache ist. Ja, ich bin für Sie verantwortlich. Ich sage, Moment mal, Fräulein, mit allem Respekt. An allererster Stelle bin ich eine freie Person, die selbstständig denken und entscheiden kann. Es ist keiner außer mir für mich verantwortlich. Punkt 1. Ich sage, ich glaube, ich bin ein paar Jährchen älter wie Sie. Erstens das. Und zweitens, bevor Sie für irgendetwas verantwortlich sind, dann müssen Sie, glaube ich, erstmal ein paar Kinder gebären und Theorie und Praxis unterscheiden. Nicht wahr? Und mir als dreifache Mama, sorry, aber ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung nicht. Da war sie natürlich wieder auch sprachlos. Also ich hatte, wie gesagt, meine Bestätigung, dass die nicht wissen, wo Tuten und Blasen ist. Also hier gibt es lange keine Gesetze, nur noch Paragraphen. Und mit dem ganzen System sind sie alle selber überfordert und durcheinander. Wissen ist eine hohe Schuld. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne privat anschreiben und wenn ihr noch mal was erfahren wollt. Aber wie gesagt, meine Lieben, noch mal mit aller meiner Gewissheit, mit meinem Herzen, lasst euch nicht einschüchtern. Die können euch nichts anhaben. Ich habe das am eigenen Leibe erfahren. Ich fange jetzt zu stottern, 1, 2, 3, Faden verloren. Ich erfahre das jeden Tag. Ich bin hier in Niedersachsen, alleine in meiner Grundschule, alle anderen, deswegen habe ich das ja oft im Chat geschrieben, alle Eltern, die das mitmachen, sind für mich Verbrecher. Da
Das ist meine Überzeugung, da werde ich die auch nicht ändern. Denn wer soll die Kleinsten schützen, wenn wir es nicht tun? Es liegt an unserer Verantwortung. Keine Schule, keine Behörde, kein Jugendamt, kein Ordnungsamt, keine Ahnung, weiß der Kuckuck. Keiner ist für unsere Kinder verantwortlich, nur wir. Wir haben ihnen das Leben geschenkt. Punkt. Das Problem ist, dass im Laufe der Jahrtausenden die Leute das leider gelernt haben, dass sie immer die Verantwortung abgegeben haben. Und es liegt an uns, an der Zeit, sich für unsere Kleinsten, für die unschuldigen Seelen einzusetzen. Schönen Tag euch noch und liebe Grüße.